Ja, moin und willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Jetzt schauen wir uns mal die Demo von Chio an. Chio. Irgendwie sowas. Ihr könnt selber lesen. Wir starten einfach mal ein neues Game. Schön, dass ihr mit dabei seid. Viel Spaß beim Anschauen. Investigator Idate Chio. Was leckt denn das so? View that there is a high level psychic disturbance coming from a small mountainous area east of the town. Oh, Alter, kann man das doch nicht raushauen. The disturbance appears to be a localized. Oder gehört das so? A swirling cloud vortex just above the area. Soll das so sein? Hier läuft alles flüssig. Blocking out the sun, casting everything below in a gray, foggy shroud. Preliminary investigations indicate that the appearance of this anomaly coincides with the strange going on within the Honeydon family grounds a few weeks back. Townsfolk residing nearby have spotted people believed to be a part of the Honeydon household. Das kann doch nicht so komisch abgehackt gewollt sein. In the early hours of the morning, on horseback, encumbered with heavy bags and chests. Ich hab schon keinen Bock mehr. After the departures stopped, the townsfolk started spotting ghostly apparitions wandering aimlessly within the Honeydon family grounds. And hearing mournful cries and eerie wailing carrying across the air in the darkness of the night and in the gray pall of the day. Nee, das fadet nicht mal sauber raus. With investigating the source of the psychic disturbance. Ja, ich sehe schon, das wird kein Video werden hier wahrscheinlich. And put to rest any disturbances you might find. Remember your training. I will pray to the Kami for your success. Amaterasu. Ja, vielleicht ist das Gameplay flüssig. Grandmaster of the Shogunate's Magical Arcane Division. Matsumoto Desai. Chiyu. Ich werde, das heißt Laggy. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ich skipp das jetzt mal. Merkwürdiger Sound, Mann. Da ist so ein komisches Echo mit drinne. Oh. Hi. Hi. Masaka. Diese Tür ist gereinigt. Sie geht aber trotzdem nicht auf. Doch. Meine Fresse, ist das wieder eine frickelige Steuerung hier. Was ist denn dahinter? Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Hui. Ja, ich dachte, das sieht ganz interessant aus hier mit den Magical Powers und so. Ja, vielleicht wird das ja ganz witzig hier. Weiß nicht, warum das Intro so völlig laggy war. Also hier läuft ja alles soweit sauber. Ja, mit was denn? Mit dem Baum hier? Ich treibe dich aus, du böser Baum! Hi. Oh, hi. Und hier? Oh, hi. Zugeherzen, fliegt und siegt. Mit Ages seit Zeit mit Guide You. Okay. Wer war er hier? Hi. Hallo? Stell dich mal vor hier. Du Spanner.
Da geht's rein. Ist verschlossen. Okay. Gehen wir hier rein. Ist hier wer? Hallo? Niemand da. Dumms. Oh, boah, ist das staubig hier. Ja. Diese China-Häuser immer voll unübersichtlich mit diesen komischen Türen, die aussehen, als würden sie zur Wand gehören, ey. Ah, ich kann die Leute auf den Kopf spucken. Jetzt sind wir wieder hier, okay. Ich höre euch doch flüstern, ihr Geisterwesen. Ist locked. Ach, da ist so ein Blechfächer. Ein schön bemalter Papierfächer. Da, den hänge ich jetzt dahin. Das ist ein Ride. Note from Yota. Letter vom Grandmas. Ach Leute, ey, komm. Ja, bla bla bla. Hallo, Garderobe, ich habe hier einen Fächer zum Abgeben. Hier ist so eine Tür. Locked. Aha. Ich habe ja auch diese komische Sicht hier. Ich schon wieder ganz vergessen. Hier ist aber auch so ein Ding dran. Okay. Ein paar Masken. Wer hat denn diesen riesen Kimono angehabt, ey? Sind alle so riesig. Was sind denn hier für Leute? Sind die alle 2,20 groß oder was? So, jetzt gucke ich hier rein. Dann nehmen wir noch so eine Geta. Ah, nur getrocknetes Blut. Hi, hi. Shin, hi. Hi. Eine Haarklammer. Endlich sitzt das Haar wieder gut. Ja, oh, meine Fresse. Nein, ich lese jetzt nicht auch noch Gedichte vor. Da scheiße ich mal direkt drauf. Was hier? Ein paar Flipflops. Eine Haarklammer. Und so eine Maske. Richtig? Nicht richtig? Vielleicht die andere Maske? Nein? Intricate Writing Box. Okay. Was ist denn das jetzt nun wieder für ein Blödsinn? Ich muss die richtigen vier Gegenstände... Ich auch noch in der richtigen Reihenfolge. Vielleicht sollte ich doch mal dieses blöde Gedicht lesen. Ich denke, dass das Gedicht hier die Lösung ist für das Rätsel. Das erste ist irgendwie eine lüsternde Brise. Deinem Kopf ein Ornament. Rot und Gold. Okay. Das ist wahrscheinlich die Haarspange. Im Mondlicht gibt es irgendwie zwei Paar Augen. Wir fixieren den goldene Leinwand über sich. Die schreiben irgendwelche Geheimnisse auf.
ein hergestelltes Gesicht, festgehalten in überladenem Ausdruck. Das spiegelt irgendeine Freude wider. Two Ace, The Moon, irgendwas mit Writing. Okay, Wind, Herpin. Das Ding. Denn, der hier. Jackpot! Richtig? Jetzt haben wir das Tagebuch. Okay, die Dinger kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Das war wohl richtig, was ich getan habe. Mein Englisch war gerade gut genug, um dieses Rätsel zu lösen. Das hätte kein Stück schlechter sein dürfen. Ja, mir reicht es auch so. Also, wäre ich jetzt wirklich hart motiviert, mein Englisch zu verbessern. Hey! Dann würde ich es halt machen. Hätte ich die wegcasten können? Bin jetzt gelandet. Egal, cool. Das Seil wollte ich eh haben. Das gehörte alles zu meinem Plan. Ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich das Rätsel hier gelöst. Jetzt habe ich auch noch ein Seil. Ein Seil ist natürlich geil. Ja, dann machen wir damit. Könnt ihr eigentlich eher mal ein paar Schlüssel gebrauchen hier. Der Schlüssel drin. Hier ein Seil runterschmeißen. Die Lampe wackelt aber ganz gut. Na, irgendwas ist da unten. Hi. Unten. Ging es denn hier nochmal nach unten? Nee. Das war doch... Was ich hier? Hier! Wollen wir doch veralbern. Da! Oh, sorry. Ha! Können Sie ja versuchen. Aber entweder ich war zu langsam oder es geht tatsächlich nicht. Bringt einen Scheiß gegen die Alte. Es bringt einfach einen Scheiß gegen die Alte. Ich muss wieder nach unten. Da war doch irgendwo so eine Treppe. Ja, die Treppe ist weg. Die Treppe ist weg. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gegen diese Geisterfrau machen soll. Ich glaube, dieser Bereich hier ist aber ein... Sie kommt immer näher. Jetzt ist sie weg. Okay.
Die löst sich irgendwann einfach. Das Problem löst sich irgendwann einfach von selber auf. Hier vielleicht so ein Fächer hinhängen. Da so ein Seil. Und dann den Fächer. Nein. Das Seil ist schon mal richtig. Sehr gut. Ein Glück ist sie langsam wie Scheiße. Heute die Vase hier? Der Kopf bestimmt. Ist sie noch da? Jetzt ist sie weg. Mit einem tiefen Seufzer verabschiedet sie sich. Was ist denn das da? Es ist locked! Ist aber auch er hier. Eine Gongplatte. Na, wartest du auf die Gong? Aber, ja, alles in allem bis jetzt gar nicht so schlecht. Hat natürlich seine kleinen Macken. Ist nur eine Demo. Sowas muss man denn klarkommen. Der Gong! Ich brauche natürlich auch noch was, um den Gong zu schlagen. Da kann sie jetzt nicht einfach mal gegentreten, oder was? Das wird ja wohl genug Lärm machen. Hier. Ey, dieses Sicht rettet mir so den Arsch. Sehr gut, dass sie das eingebaut haben. Gerade für Leute wie mich. Bong. Ani Gong. Jetzt. Soll ich nochmal? Immer nochmal. Herzlich willkommen zur Gong Show. Was es bringt? Wir wissen es nicht. Hier ist die Treppe. Ich tue mein Bestes hier, um diese Tür aufzukriegen. Aber jetzt aber mal gut da hinten. Meine Fresse, man kann es auch übertreiben hier. Hausaufgaben von den Kindern. Meine Güte, was wir hier nicht alles finden. Und die haben gesagt, der Hund hat's gefressen. Yo! Was ist das denn? Ja. Genau. No to Urin. Ja, ich sehe es ja ein. Wir müssen da mal reinschauen. Nein. Ich meine, die Lösung steht hier. Dass er hat diese tolle Kiste gefunden. Bla bla bla. Die schenkt er ihr. Bla bla bla. Und hier dieses Schloss. Ist die Kombination ist das Datum, als er sie das erste Mal erblickt hat. Sollten hier ein Datum eingeben. Es sind nicht mal Zahlen. Das sind scheiß Schriftzeichen. Ich brauche eine Übersetzungstabelle. Das hier könnte tatsächlich. Ja, als ich durch die Straße gelaufen bin, habe ich ein Mädchen getroffen. War irgendwie neu in der Stadt. Sie hat ein Lied gesungen. Ich konnte es nicht glauben. Die Voice war einfach verzaubernd. Wunderschön. Unsere Augen haben sich getroffen. Genau, das ist nämlich hier, haben wir auch die Lösung. 2. Juli 2013. Ist das hier Chinesisch, Japanisch, Koreanisch? Was müsste ich denn jetzt kriegen? Ich glaube, es ist Chinesisch. Das Internet macht es natürlich möglich.
Wenn meine Liste hier stimmt, dass die 2, die 7 ist ein merkwürdiges T. Das müsste das hier sein. 13 ist natürlich eine Mischung aus 1 und 3. Ey, ohne einen scheiß Tabelle aus dem Internet von chinesischen Zahlen, das wird sie hier niemals knacken können. Das ist nicht für den europäischen Markt ausgelegt, das Spiel. Ah, egal, heutzutage geht alles klar. So, ich fühle mich gerade mindestens 10 IQ schlauer als bevor ich dieses Spiel hier angefangen habe. Was hatte ich denn da jetzt überhaupt drinne? Ein Schlüssel. Endlich mal ein Schlüssel, Leute. Ey, mal nicht so rumrandalieren da drinne. Echt mal, ey. Das ist derbe unhöflich. Hier rum, dann hier. Okay, dann war's die. Es ist ja ein wenig unschillig hier jetzt. Ja, toll, sehe ja noch weniger. Ei. Egal, ich kann nur da lang. Ich gehe da lang. Moin. Ja klar. Also, ich konnte nichts anderes machen. Entweder sie verschwindet oder sie nimmt mich mit, aber ich wusste, es muss so weitergehen. Ja, wie gesagt, wo hätte ich hingesollt? Hinter mir über Wand? Thank you for playing. Okay, war anscheinend auch so beabsichtigt, die Demo so zu beenden. Ja, ach, alles in allem fand ich das jetzt gar nicht schlecht. Natürlich, die Übersetzung hat noch gefehlt. An ein, zwei Stellen war es ein bisschen hakelig. Vor allem das Intro so merkwürdig. Gerade diese Comic-Sequenz. Aber ansonsten, doch. Könnte was werden. Vor allen Dingen so für die Freunde von asiatischem Horror. Besonders gruselig fand ich das Ganze jetzt hier natürlich nicht. Ihr habt es ja gemerkt. Also ich bin kein Maßstab dafür. Ich lasse mich durch Spiele einfach nicht so hart gruseln. Außer N4VA. Und einige andere kleine Ausnahmen. Aber im Allgemeinen, ihr kennt mich. Darf man sich nicht dran festhalten, wenn es mich hier nicht vom Stuhl reißt. Ihr habt euch vielleicht ein, zwei Mal ordentlich erschrecken können. Ich hoffe es für euch. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Werdet ihr Chio jetzt auf eure Wunschliste setzen? Habe ich euch hier was Gutes gezeigt oder war das der nächste Trash, den keiner braucht? Ich bin eher positiv und ich denke, ich werde es im Auge behalten. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch zum nächsten Video wieder. Bis dann, alles Gute.